Hallo hey Leute, willkommen zu einem weiteren Update zur aktuellen Lage. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt jetzt wieder mal die vermehrten Lockerungen. Mittlerweile kann man ja sogar schon auf Geschäftsreisen, zumindest für dringende Geschäftsreisen nach Deutschland fahren. Das scheint ja schon zu gehen. Sagt wieder vor ihr alle herkommt, Frankfurt Westend und aus Darmstadt, aus Mannheim. Na klar bin ich wieder live. Ich habe die jetzt schon ziemlich viel zu tun, weil natürlich wir die Immobiliendeals gehen los, die Beteiligungsdeals gehen los, bei mir ist ordentlich was los. Ist jemand aus Baden-Württemberg da, insbesondere aus Karlsruhe, aus Stuttgart sehe ich schon. Da würde, bin ich gerade wieder am Schauen an Immobilien in Baden-Württemberg. Ich sehe noch niemanden aus Karlsruhe, aus Essen, aus Bregenz. Der Benjamin ist aus Karlsruhe. Aus Tübingen ist auch jemand da, aus Ulm, Mannheim. Meine mitze ist auch aus Karlsruhe. Karlsruhe ist eine schöne Stadt. Sie ist auch mal schön für Immobilien, aber sie hat auch noch ein paar andere lustige Dinge. Auf jeden Fall alle herzlich willkommen, auch aus, nach Marbella und nach London und nach Kärnten. Und nach Tirol und nach Maribor und Freising. Aber ich habe ja heute auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht. Und die Umfrage war, ob es die Zentralbanken dauerhaft schaffen, die Marktgegebenheiten und die realwirtschaftlichen Gegebenheiten außer Kraft zu setzen. Weil derzeit an den Börsen, wie auch unter anderem auch an den Immobilienmärkten, muss man sagen, dass die Börsen, dass die Zentralbanken durch ihre enormen Geldzuflüsse, also durch die Gelddruckorgien und die Finanzierung durch die Notenbank, es zumindest bis jetzt geschafft haben, die realwirtschaftlichen Auswirkungen eigentlich auf die ganzen Asset-Märkte außer Kraft zu setzen und gleichzeitig die Realwirtschaft und die Asset-Märkte, also die Märkte für Beteiligungen, Immobilien und vor allem an der Börse, und auch an den Anleihenmärkten, wohlgemerkt, haben teilweise wenig zu tun mit der wirtschaftlichen Realität. In den USA haben wir Arbeitslosenzahlen wie in der äh, großen Depression, und da sind auch viele gibt es sogar schon Gerüchte oder Hinweise, dass die Arbeitslosenzahlen auch viel mehr sind, weil viele Leute melden sich einfach gar nicht sind beim Job abwesend kriegen vermutlich gar kein äh, äh, Gehalt, weil wenn Amerika es wenn nicht zur Arbeit kommt, kriegst es kein Gehalt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Börsen Steigen und steigen. Und äh, auch bei den Immobilien gibt es bis jetzt eigentlich nur wenig Preiskorrekturen. Äh, es gibt natürlich einzelne Notverkäufe, auch bei Beteiligungen, aber so wie es aussieht, könnte man zumindest mal die Vermutung annehmen, dass womöglich die Zentralbanken die Marktkräfte außer Kraft gesetzt haben und nichts mehr, dass die Börsen und die Immobilienmärkte wenig mit der wirtschaftlichen Realität zu tun haben. Von euch haben da gesagt, 34% Prozent, äh, der, äh, haben gesagt, ja, das, ist, das kann sein. Und 66% Prozent haben gesagt, nein, das wird nicht passieren. Also die Zentralbanken mit all ihrer Geldflut werden die realwirtschaftlichen Auswirkungen und werden die Realwirtschaft und im Zusammenhang Realwirtschaft und Börse oder Realwirtschaft die Immobilienmärkte, Realwirtschaft Anleihenmärkte nicht außer Kraft setzen. Also die Mehrheit sagt noch, äh, dem wird nicht so sein. Und... Äh, Denken wir mal durch, was das bedeuten würde, wenn jetzt die Zentralbanken weiterhin die Märkte mit Geld fluten. Weil das ist ja das, was derzeit geschieht, was man auch derzeit sieht. Und äh, wir wissen noch nicht ganz, ob es von Dauer ist. Ich bin nicht mit allen, ich habe in den letzten Tagen wieder mit sehr vielen Leuten auch an der Börse gesprochen. Und äh, sie haben gesagt, also wetten wir noch nicht darauf, dass man den Zusammenhang zwischen der Realwirtschaft und den Börsen außer Kraft setzen kann. Aber ganz auszuschließen ist es auch nicht. Also das wäre ja so ungefähr das Ergebnis. Das, was derzeit passiert, ist vollkommen ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn du so eine schwere Rezession hast, hast du normalerweise immer, es geht ordentlich runter, dann gibt es eine Gegenbewegung, die durchaus mal scharf sein kann, dann geht es wieder runter, dann gibt es die nächste Gegenbewegung. Aber derzeit ist es so, dass diese Gegenbewegung schon sehr, sehr lang andauert. Und äh, das ist eben getrieben durch das viel billige Geld, durch die Finanzierung der Notenbank. Und es könnte natürlich theoretisch folgendes sein. Ich mache jetzt mal einen Denkansatz, was theoretisch sein könnte. Ich glaube, es ist ein Experiment, was noch niemand weiß, aber denkt das mal vielleicht durch, was passieren könnte. Das wäre eigentlich fast die optimale Welt. Die Zentralbanken in den reichen Ländern, also in den Weltwährungsländern, dazu zählt eben Euro, äh, der amerikanische Dollarraum, der Euroraum und dann noch eingeschränkter chinesische Raum und der japanische Yen und schon sehr eingeschränkt das britische Pfund. Der Schweizer Franken hängt am Euro dran. Und dann vielleicht noch Australien, Neuseeland sind auch Spezialfälle. Der australische Dollar vielleicht noch. Alles andere sind keine Weltwährungen. Dort gilt dieses ganze Spiel nicht. Dass man ohne große wirtschaftliche Verwerfungen und Staatsbankrott einfach die Staatsschulden aus der Notenpresse finanziert. Weil was derzeit geschieht, sie wollen dasselbe. Die Zentralbanken drucken Geld, kaufen Staatsanleihen oder finanzieren wie in England direkt das Staatsbudget. Und der Staat gibt das Geld aus und pumpt es in die Wirtschaft, um eben, nehmen wir es mal, Unternehmen zu stützen, Arbeitslose zu finanzieren, Banken zu stützen, Hilfspakete zu schnüren und ähnliches. Und in Amerika war es ja schon so weit gegangen, dass das Helikoptergeld gekommen ist. Das ist auch nicht so neu. In Japan gibt es das auch schon, dass eben die Zentralbank direkt das Geld an die Bürger überweist, die es dann direkt ausgeben. Also, und normalerweise nach alter Lesart bis jetzt müsste das eigentlich zu Inflation führen, weil in der Vergangenheit war es ja so, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, das Spiel, dass man Geld gedruckt hat, ist, viele tausend, ist schon tausend Jahre alt, der König hat einen Krieg geführt, hat zu wenig Goldmünzen, hat die Goldmünzen mit Blei oder einer anderen Legion gemischt, dann gab es mehr Goldmünzen, er könnte seine Schulden bezahlen, aber gleichzeitig war eben äh, die Anzahl der Güter begrenzt, die Nahrungsmittel waren begrenzt, die äh, Häuser waren begrenzt. Äh, die, die Kleidung war begrenzt, gab es ja alles nicht in unendlichen Ausmaß. Und dann, wenn halt doppelt so viel Geld drauf geflossen ist, weil der, der König gesagt hat, wir ja. haben halt das, die Goldmünzen etwas entwertet mit Blei oder was auch immer, dann sind eben die Preise ums Doppelte gestiegen. Und das war der klassische Inflation. Jetzt, so wie es ausschaut, ist in den meisten Teilen haben wir eher Deflation, durch, auch teilweise durch die Ölpreise, oder zumindest eine Nullinflation. Und selbst bei einer wirtschaftlichen Erholung äh, haben wir schon in der letzten Phase gesehen, gab es außer in gewissen Teilmärkten keine Inflation. Der Grund ist im Prinzip, dass durch den technologischen Fortschritt viele Güter im Überfluss vorhanden sind, sodass wenn einfach äh, äh, mehr Geld da ist, mehr Leute kaufen wollen, wird einfach mehr produziert und die Wirtschaft wächst. Das heißt, wenn du sagst, ja, wir sollen einfach mehr Autos produziert werden, dann werden einfach mehr Autos produziert, weil das ist eh genug da, so viel das immer. Äh, zumindest in den reichen Ländern haben, hat mittlerweile fast jeder ein Auto, der es haben will. Und dann gibt es halt noch ein paar mehr und fertig. Und die Inflation hat sich im Prinzip nur auf wesentliche Dinge der Wirtschaft, oder einige Teile der Wirtschaft beschränkt, wo es eben nur einen begrenzten Supply gibt, also ein beschränkt, beschränktes Angebot. Das waren eben, wie gesagt, die Themen Immobilien, äh, Aktien, weil gute Firmen gibt es auch noch beschränkt, die wachsen nicht wie das Unkraut. Dasselbe gilt natürlich auch noch für Unternehmensbeteiligungen, für Oldtimer. Und genauso für private Gesundheitsversorgung, für private Ausbildungssysteme, für Sterneessen und für andere Dinge, deren eben Supply begrenzt ist und wo eben dann Luxusurlaube in gewisser Weise, IT-Dienstleistungen, das Handwerk. Also überall, wo es eine relativ beschränkte Anzahl von Gütern gibt oder Dienstleistungen und dann mehr Geld drauf liegt, dort ist natürlich dann die asset inflation gekommen. Und solange die Zentralbanken die Gelddruckerei nicht überhand nehmen lassen. Das heißt, solange das in irgendeiner Weise in einer halbwegs disziplinierten Form geschieht, kann man natürlich auch diese Asset-Inflation im Zaum halten. Weil für weite Teile der Wirtschaft führt am Ende die Gelddruckerei tatsächlich dazu, dass eben mehr produziert wird, dass die Leute mehr Geld ausgeben und dass am Ende die Wirtschaft wächst. Und in den paar Fällen, wo es eben nur ein begrenztes Angebot gibt, dort steigen halt die Preise, so wie wir es gesehen haben, ungefähr um 10 Prozent. Und eigentlich könnte man da fast sagen, es wäre ein sogenannter Virtual Circle, also ein, nennen wir es mal, immer sich verbessernder Kreislauf. Wenn jetzt beispielsweise der Staat sagt, okay, ich rette eine Firma, der schlecht geht, nennen wir es mal die Lufthansa mit Staatsgeld, die Zentralbank finanziert den Staat. Der Staat rettet Lufthansa mit Staatsgeld, beteiligt sich an der Firma, dann werden die Leute wieder mehr konsumieren, weil Flugzeuge kann man genügend produzieren fast. Da, abgesehen vom ökologischen Effekt, da kann man einfach mehr Flugzeuge produzieren. Selbst die A380er werden jetzt sogar in die Rente geschickt, also es gäbe schon genügend Kapazitäten. Und dann wir fliegen einfach die Leute wieder mehr, jetzt fliegen mehr Flugzeuge und dann ist die Lufthansa wieder mehr wert. Der Staat verkauft sogar seine Sache mit Gewinn und das Ganze radl, dreht sich eigentlich im Kreis. Und dann machen wieder die Banken einen Gewinn und so weiter. Und auf diese Art und Weise könnte es sogar sein, ich sage jetzt nochmal als Denkanstoß, dass beispielsweise man so Dinge wie ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren kann, wenn eben äh, eben auch die Finanzierung weiterhin durch die Notenpreise passiert. Und solange diese Finanzierung durch die Notenpreise nicht unbegrenzt passiert, also solange das sich in einem relativ überschaubaren Rahmen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes bewegt, was es auch derzeit noch tut, selbst äh, die 3000 Milliarden in, Öst in Europa oder die 3000 Milliarden in Amerika sind im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nicht gar so viel. Das sind vielleicht 20, 30 Prozent. Und wenn das halt nicht dauerhaft gemacht wird und dann, wenn die Boomphase kommt, wieder etwas nachlässt, dann äh, haben wir eigentlich einen Virtual Cycle, wo die Notenbank am Ende das Wachstum finanziert. Ich sage jetzt nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, wir sind in einem Experiment, dessen Ausgang noch sehr ungewiss ist und dass vor allem die Gefahr besteht, eben dass die Gelddruckerei irgendwann außer Kontrolle gerät, die Party außer Kontrolle gerät, dass das ganze Spiel eben nicht so funktioniert und dass es nachher womöglich doch schwere Verwerfungen gibt. Aber ich sage nur, ganz ausgeschlossen ist es offensichtlich nicht. Wetten darauf würde ich nicht. Also ich habe auch mit vielen Börse-Profis gesprochen und gesagt, also eine Wette darauf abschließt im großen Stil, würden sie nicht, dass sie jetzt alle über neue Höchststände permanent kommen und dass, das, dass die Notenbanken praktisch eben sich von die Assetmärkte von der Realwirtschaft abkoppeln, aber ganz, ganz unmöglich ist es auch nicht, solange eben diese Disziplin herrscht. Und da könnte es natürlich sehr schnell sein, wenn irgendwann die Disziplin außer Kontrolle gerät, die Notenbanken halt das Spiel immer weiter treiben, die Politik, die Notenbanken treibt, um dieses Spiel weiterzutreiben, weil sie immer mehr finanzieren wollen und plötzlich haben wir dann natürlich irgendwann eine entsprechende Inflation und vielleicht auch eine viel schärfere Asset-Inflation? Und dann kann es natürlich sein, dass es auch in Schwierigkeiten kommt. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, das, ich gehe davon aus, dass 100% des Geldes im Inland ausgegeben wird. In den großen Währungsräumen, fairerweise in Europa und Amerika ist sind es zwar nicht 100% im Inland ausgegeben werden, aber der Großteil. Und gleichzeitig machen Europa und Amerika das Ganze noch dazu ziemlich im Gleichschritt. Jetzt kannst du sagen, da gibt's gewisse Unterschiede in der Schnelligkeit der Geldvermehrung. im Großen und Ganzen passiert das im Gleichschritt und fairerweise wird auch die Mehrheit der Dinge in Amerika in Amerika ausgegeben und in Europa in Europa. Und wenn du jetzt noch Amerika und Europa zusammenrechnest und vielleicht noch äh, die Schweiz dazu rechnest und ein paar andere, vielleicht noch China dazu rechnest und sagst, das wäre ein Domestikraum, also ein, ein, ein Inland. Weil die die alle parallel dasselbe machen, dann wird fast alles auch im Inland ausgegeben, dann stimmt das Ganze schon, weil der Rest ist relativ überschaubar. Allerdings, das Ganze ist nicht so einfach. Und ich habe vorher gesagt Karlsruhe. Und in Karlsruhe ist ja gerade was Ordentliches passiert. Nämlich in Karlsruhe gab es ja eine Klage gegen die Anleihenkaufprogramme der EZB. Geklagt haben so alte Apparatschicks, beziehungsweise jemand von den Affen für Deutschland, also genannt auch AfD, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, wie der Typ geheißen hat, weil er mir so unsympathisch ist, aber die haben geklagt in Karlsruhe, das ist bisher nach Karlsruhe gegangen, zum Höchstgericht, gegen eben die Finanzierung aus der Notenpresse durch die Bundesbank beziehungsweise die EZB. Und die Richter in Karlsruhe haben zwar nicht gesagt, es ist jetzt per se illegal, aber sie haben zwei Dinge gesagt. Sie sagt, im Prinzip sollte die EZB nicht mehr als ein Drittel der Staatsanleihen eines Landes kaufen, was vielleicht bei Italien oder Griechenland oder Spanien schwer werden könnte. Und das zweite ist, sie müssen die Verhältnismäßigkeit nachweisen. Das heißt, ob die Maßnahmen dieser Finanzierungsmethoden verhältnismäßig sind. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur das klassische Anleihenprogramm. Es gibt jetzt mehrere, es gibt den ESM und jetzt gibt es irgendeinen neuen Fonds, den Namen habe ich wieder vergessen, der auch eine Finanzierung durch die Zentralbanken ermöglichen soll, dass dann am Ende die Zentralbanken wieder die Staatsanleihen kaufen. Und es wäre ein sehr interessantes Urteil. Es ist noch nicht so, dass es die Anleihenkäufer verbietet, aber es gibt den Hinweis, dass womöglich Deutschland im Extremfall aus diesen Anleihenkaufprogrammen aussteigen müsste. Wenn eben die, EU, die EZB die Verhältnismäßigkeit nicht nachweisen kann. Pepp heißt es. Ich weiß nicht, wieso es da plötzlich so negative Zeichen puh, gibt. Aber es aber ja, das heißt, die European Recovery Fund, die Namen sind sehr vielfältig. Das Ziel ist immer dasselbe. Das Ziel ist im Prinzip, dass die Zentralbank das Geld verwendet, um auf irgendwelche, auf legal konstruierte Weise einigermaßen in der Lage ist, die Staatsanleihen von verschiedenen Ländern zu kaufen. Und derzeit kauft die EZB eigentlich ein Liefporata, also sie kauft vom Berater zur Wirtschaftsleistung. Also sie kauft deutsche Staatsanleihen, sie ist, ist den größten Teil, der es kauft, deswegen sind auch die Renditen so niedrig in Deutschland, weil deutsche Staatsanleihen äh, sind halt auch sonst sehr begehrt, aber und dann kauft halt italienische und französische und so weiter. Und jetzt geht es natürlich vor allem darum, dass die EZB eventuell mehr, verhältnismäßig mehr italienische kauft oder griechische Staatsanleihen oder spanische Staatsanleihen anstatt von deutschen Staatsanleihen. Das ist eines der Diskussionsthemen beispielsweise. Und äh, darum wird jetzt natürlich heftig gestritten. Viele in Deutschland wollen das nicht. Die Italiener und die Spanier drohen schon mit dem Ausstieg aus der EU, obwohl das jetzt ziemlich leere Drohung ist, weil dann sind die Staaten bankrott und dann gibt es den Bürgerkrieg. Also ich glaube, das wollen die Politiker dann auch nicht. Vielleicht will es nur der Herr Salvini, damit er wiedergewählt wird und wieder auf die Trommeln schlagen kann. Da hat er ja schon damals mit der V-Rakette und mit den Flüchtlingsbooten äh, so, solche Dinge gemacht und Ausländerfeindlichkeiten Italien geschürt, obwohl Italien fairerweise eine Zu, äh, Zuwanderung braucht, weil Italien hat eine, ist ein klassisches Abwanderungsland, überaltert. Und viele junge Leute wandern einfach ab, mangels Jobmöglichkeiten. Das heißt, auch das ist nicht wirklich sonderlich intelligent. Speziell als Immobilieninvestor solltest du ja für Zuwanderung sein, weil je mehr Leute in eine Stadt kommen oder in ein Land, desto mehr brauchen ein Dach über dem Kopf, solange du keine Zeltstätte brauchst. Also für Immobilieninvestoren ist die vermutlich die AfD gefährlicher als die Linkspartei, weil die wollen ja Deutschland abschotten. Abgesehen von diesen Exkurs jetzt halte ich es für unwahrscheinlich, dass Spanien oder Italien tatsächlich den Weg aus der EU geht, außer du hast halt wirklich jemanden, der dort die absolute Mehrheit erreicht. Zumal wenn in Frankreich die Frau Le Pen Präsidentin werden würde, beispielsweise, dann würde die aus der EU aussteigen. Ja, ich sage immer, die Hexe Le Pen ist wirklich eine also schreckliche Frau. Aber Tatsache ist, diese Gefahr ist gering, aber nicht null. Und genau um dieses Thema wird derzeit eben so gestritten, in Karlsruhe und aufgrund des Urteils, ob eben diese ganzen Finanzierungen durch die Notenbank rechtens sind, welche Art davon in Rechten sind, ob es rechtens ist, dass die EZB vielleicht proportional mehr Staatsanleihen von Italien kauft oder Griechenland oder Spanien oder anderen äh, Ländern, denen es nicht so gut geht und weniger von Deutschland. Und dort geht es jetzt aber so die Debatte los. Und nachher gibt es natürlich noch eine Zuständigkeitsfrage, ob nämlich der Europäische Gerichtshof dazu zuständig ist und ob überhaupt der Deutsche Bundesverfassungsgerichtshof der, die richtige Entscheidungsgremium ist, ob das nicht das EU-Gericht entscheiden muss. All das sind Fragen, die man entsprechend noch klären muss. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber die große Frage wird sein, funktioniert dieses Modell der Finanzierung durch die Notenbank? In der jetzigen Situation ist es absolut notwendig, weil ansonsten hätte man wirklich einen Kollaps. Also das, was 1929 ja passiert ist, was ja auch die Depression so schwer verschärft hat, dass eben die Notenbanken nicht sofort das Füllhorn ausgeschüttet haben, die Regierungen dann noch gespart haben, also nicht äh, Geld ausgegeben haben, sondern noch zusätzlich äh, ihre Züge geschnallt haben. Und das hat nicht die Arbeitslosigkeit... Und die Depression verschärft 1929 und hat er am Ende auch in vielen Ländern äh, zu diktatorischen Systemen und dann zum Zweiten Weltkrieg geführt. Das darf man nicht unterschätzen. Also das war schon etwas, wo die Politik in diesem Fall sehr richtig reagiert hat, sehr schnell reagiert hat. Nur die Frage ist, wie funktioniert das dauerhaft? Und äh, ja, die Schulden, die jetzt mal da sind, kann man natürlich entwerten, indem man sie weginflationiert. Das ist nicht neu. Und äh, ich bin gespannt, ob die Zentralbanken und die Politik, auch in Amerika speziell, die Balance halten können, weil der FED-Chairman wird ja vom Präsidenten ernannt und der Präsident der jetzige, zumindest ist ja sehr dafür, große Defizite zu machen, um in die Wirtschaft ins Laufen zu bringen und dass die Börsen neue Höchststände machen, dann wieder wiedergewählt wird. Also das ist ja die Aufgabe von Herrn Trump. Das sagt er ja und das will er ja. Aber nichtsdestoweniger ist eben die Frage, ob dieses Experiment funktioniert. Möglich ist es, aber es gibt viele, viele Hürden darin. In Karlsruhe sind wir jetzt mal den ersten, nämlich den Recht, die rechtliche Hürde, dass eben äh, womöglich Deutschland sagt, nein, dann gibt es schon mal ein, ein grobes Problem. In Amerika werden wir sehen, in Amerika gibt es natürlich niemanden, der so einfach die Fett klagen kann. In Amerika ist das ein bisschen komplizierter, das Spiel. Aber auch dort haben wir eine, eine ähnliche Situation. Und schauen wir mal, wie lange das gut geht. Also darauf wetten würde ich jetzt nicht, dass die Börsen... Äh, sich total von der wirtschaftlichen Realität abkoppeln, von den absoluten Zahlen. Relativ ist es eh klar, dass manche Sektoren besser performen als andere, das sieht man auch. Aber Remains to be seen. Ich glaube, es wird nochmal, auf jeden Fall nach dieser Krise, eine ordentliche Party geben, getrieben durch das viele, viele Geld. Und da ist die ernsthafte Frage, schaffen wir es dann, die Zentralbanken die Zügel wieder so eng zu legen, um eben ein außer Kontrolle geraten dieser ganzen Party, zu verhindern, dass eben nicht die Immobilienpreise noch sich verdoppeln, verdreifachen und irgendwelche Fantasiepreise erreichen, wo es gar keine Renditen mehr haben und die Börsen auch, weil dann wird natürlich jeder feiern und alles mögliche. Nur natürlich dann der Fall, wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwas schief geht, ist natürlich dann auch dramatisch mit entsprechend dramatischen Folgen. Und deshalb bin ich mir eben nicht so sicher, ob diese Sache wirklich dauerhaft funktioniert. Im jetzigen Schritt ist sie richtig. Es wäre wünschenswert, weil es würde ja fast, zumindest in den reichen Ländern, wo es eben Güter im, den meisten Fall im Überschuss gibt, tatsächlich, äh, eigentlich das erreichen, was die meisten Leute wollen. Die meisten Leute wollen eigentlich nicht arbeiten, sondern sie wollen da auf ein Income. Das könnte die Zentralbank im Extremfall finanzieren. Auf der anderen Seite hast du eben einige wenige Leute, die dann die ganzen Assets besitzen. Die haben halt dann gewisse Vorteile. Die leben halt dann, haben halt die Güter, die nur begrenzt vorhanden sind, also sie haben halt die beste Gesundheitsvorsorge, ihre Kinder haben die beste Ausbildung, die kontrollieren halt dann die Immobilienmärkte und alles Mögliche andere und vor allem auch die digitalen Konzerne. Und nehmen wir mal, der Rest der Bevölkerung wird entsprechend von den digitalen Konzernen manipuliert, durch künstliche Intelligenz und ähnliches, verlernt zu entscheiden, lebt aber sehr gut damit und auch sehr komfortabel, eben weil durch den technologischen Fortschritt der Überschuss da ist. Und gleichzeitig speist sich die Bevölkerung immer weiter auseinander. Das ist zumindest ein mögliches Szenario, was nicht ganz auszuschließen ist. Ob das wirklich so funktioniert oder ob es nicht viele, viele Probleme aufwirft, remains zu seen. Das ist das Experiment, mit dem wir derzeit fahren. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Assets besitzt. Und deswegen habe ich auch immer meine Empfehlung. Die Gier wird aber trotzdem jetzt die nächste Boomphase kommen. Ja, wenn jetzt sehr viel Geld wieder auf die Märkte kommt, hast du schon jetzt gesehen, jetzt ist die Realwirtschaft scheiße, aber irgendwann wird sich das Ganze wiederholen. Du kannst dir vorstellen, was dann passiert. Ja? Also, so ist nicht. Und du musst eines bedenken. Ja? Dieses Experiment bedeutet auf jeden Fall, man muss Assets haben. Man sollte Immobilien haben, mit Schulden, nicht overleveraged. Man sollte Aktien haben. Man sollte Gold haben. Man sollte Beteiligungen haben, vor allem im digitalen Bereich. Und man sollte trotzdem Cash haben, weil natürlich es immer wieder, gerade in so Krisenzeiten, gute Möglichkeiten gibt. Also, das, was ich immer gesagt habe, diese Asset-Aufteilung, die macht in dieser Form auch durchaus Sinn in solchen Szenarien. Und man muss gleichzeitig aufpassen, dass man in der Party auch nicht, nehmen wir es mal, in Party-Rausch verfällt, weil schnell ist man overleveraged, schnell macht man Fehler und dann fliegt man schnell mal auf die Schnauze. Und je wilder die Party ist, desto schwerer ist der Kater danach. Das geht sowohl für die Volkswirtschaften, aber auch für jeden. Individuell und vielleicht auch was Kater betrifft wiederum nach Karlsruhe. Einen, was eigentlich einen schlimmeren Preisverfall bei den Immobilien in Berlin verursacht hat, war ja nicht die Corona-Krise, die hat ich bei den Immobilien eigentlich in Berlin gar nichts gemacht oder sehr wenig, aber die Frau Lompscher mit ihren Mietpreisdeckel. Das hat schon dazu geführt, dass beispielsweise die äh, Immobilienpreise in Berlin um 15-20 Prozent gefallen sind, weil halt gesagt wurde, du darfst uns um, über den Mietendeckel nicht mehr Vermieten, wenn die Wohnung vor 2014 gebaut wurde. Und die Mietendeckel ist irgendwo maximal 9,90 Euro, also ungefähr in den meisten Fällen 30, 40% Prozent unter dem Marktlevel. Und das bedeutet natürlich, wenn du weniger Ertrag erzielen kannst, ist die Immobilie weniger wert. Das heißt, gerade für die Immobilienmärkte ist eben vor allem die politische Komponente oft die riskanteste. Und jetzt ist er wiederum Karlsruhe, also Karlsruhe ist wirklich eine Stadt, wo was entschieden wird. Ich habe mir nie gedacht, wie wichtig die Stadt eigentlich ist. Zuerst hast du gedacht, okay, jetzt wird, die, äh, wird das ezb Programm zumindest in Karlsruhe nicht entschieden, aber zumindest womöglich etwas verändert. Und jetzt wird auch noch der deutsche Immobilienmarkt zumindest teilweise in Karlsruhe entschieden, weil es haben natürlich die CDU und FDP haben eine Feststellungsklage eingebracht beim Verfassungsgerichtshof, ob das Gesetz in Berlin nicht verfassungswidrig ist. Und da gibt es ja mehrere Argumente dafür. Eines davon ist eben vor allem, dass die Gesetzgebungskompetenz hier nicht das Land hat, sondern der Bund. Und der Bund bereits mit der Mietpreisbremse ein geeignetes Instrument gefunden hat, um die äh, gesellschaftspolitischen Ziele, äh, die Mietenentwicklung nicht überordnend wachsen zu lassen, entsprechend umgesetzt hat. Und deswegen hat Berlin gar keine Kompetenz und das Gesetz ist null und nichtig. Man sieht bereits auch, dass äh, in Berlin... Die Mieterverbände auch den Leuten empfehlen, eben sich Geld auf die Seite zu legen, falls sie es wieder nachzahlen müssen, falls eben sich tatsächlich herausstellt, dass das Gesetz eben verfassungswidrig ist. Der nächste Punkt, der auch noch zu prüfen ist, ob die rückwirkende Anwendung des Gesetzes verfassungskonform ist. Auch damit könnte man euch das Gesetz zumindest entweder zur Fall zu bringen oder zumindest verzögern und äh, zu einer neuen Lesung bringen. Auch da wird Karlsruhe so spannend, weil es ist ganz klar, wenn das Gesetz zur Fall gebracht wird, dann ist mal vorbei mit irgendwelchen dummen Länder oder Städte, Städtebürgermeistern äh, oder Lande, äh, Landesregierungen, die dann sagen, wir müssen die Immobilienmärkte regulieren. Und auf Bundesebene geht es ein bisschen schwieriger, zumindest in der jetzigen Situation, weil die CDU wird dem nicht allen zustimmen. Aber, dass irgendwelche links-linken Stadtregierungen oder Landesregierungen auf solche Ideen kommen, wäre zu erwarten. Zum Beispiel eine weitere Kandidat wäre zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten. Die auch, nehmen wir es mal, das rot-rot-grüne Farbenkabinett, glaube ich, spielen. Ich weiß nicht, haben wir in Bremen haben wir auf jeden Fall eine sozialistische Stadtregierung und das seit langem. Und ich bin mir sicher, es gibt noch einige andere Städte, die darauf warten, solche Dummheiten zu machen. Wenn in Karlsruhe entschieden wird, dass das verfassungswidrig ist und dass die Gesetzgebungskompetenz hier ausschließlich beim Bund liegt, ist die Sache klar. Dann werden auf jeden Fall die Immobilienpreise nochmal einen Schwung nach oben erleben, weil dann ist dieses Risiko weg. Wenn irgendein Mixurteil ist... Äh, wird man sehen, was da drinnen steht. Und wenn es das Gesetz äh, aufrechterhalten wird, dann ist schon die Gefahr zu sehen, dass es jetzt nicht in jeder Stadt dieselbe Bosheit kommt. Ich glaube, Berlin ist da immer besonders boshaft, weil Berlin hat halt doch noch kommunistische Elemente aus der Vergangenheit. So die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die hat noch immer ihre Erben und die sitzt ja in ihrem Nachfolger der Linkspartei noch immer in der Regierung, auch in Berlin. Das gibt es beispielsweise in Stuttgart nicht und in München auch nicht. Und in Frankfurt auch nicht, also das ist schon recht einzigartig. Ich glaube auch in Hamburg würden die schnell wieder aus dem Parlament vertrieben werden. Aber dass hier dann schärfere Mieterregulierung kommt, ist eher zu erwarten. Und deshalb ist Karlsruhe tatsächlich eine Stadt, in der viel entschieden wird. Watch Karlsruhe kann man heute nur sagen, aus volkswirtschaftlicher und immobilienwirtschaftlicher Sicht. Denn äh, remains zu besiegen, was zu den Immobilienmärkten passiert. Aber ich glaube, das Urteil in Karlsruhe zu dem Mietendeckel wird sehr wegweisend sein. Die EZB wird sicherlich eine Möglichkeit finden, dass da das Urteil irgendwie zu umgehen. Sie muss es umgehen, weil sonst haben wir wirklich ein Problem im Euro-Raum. Also ich bin mir sicher, dass die Politik da irgendwas findet, um das zu umgehen. Aber es zeigt euch eben auch die Limitationen im Euro-Raum, wo sich eben doch sehr viele Staaten auf irgendwas einigen müssen. Die Konflikte zwischen Nord und Süd natürlich jetzt wieder deutlich schärfer geworden sind, weil der Süden sagt, Liebe Deutsche, liebe reiche Länder, es für uns. Die reichen Länder sagen, nein, wir wollen eigentlich nicht zahlen für euch. Oder nicht in dem Ausmaß. Und da wird halt lang gestritten und dann drohen die, also wir scheren aus der EU aus. Das ist zwar oft eine leere Drohung, aber dann kommt wieder die Frau Merkel und beschwichtigt, was teilweise gut ist, teilweise schlecht. Und dann wird man sehen, wohin sich die Finanzierung durch die Notenpresse tatsächlich entwickelt. Nach, vielleicht noch meine Einschätzung, wenn sich interessiert. Also ich glaube, die Finanzierung durch die Notenpresse wird weitergehen. Ich glaube, das wird eine Zeit lang sehr gut gehen und tatsächlich vielleicht uns deutliches Wirtschaftswachstum bescheren. Aber meine Gefahr ist, dass das irgendwann außer Kontrolle gerät, dass irgendein Politiker, der vielleicht noch etwas extremer ist als der Trump in Amerika, die Sache dann missbraucht, um wiedergewählt zu werden, um die Börsen vielleicht noch auf neue Rekordstände zu zagen und sagen, wir haben jetzt nur mehr äh, vielleicht 1% Arbeitslosigkeit und wählt mich, ich bin der große Gott. Ja, Das kann ja durchaus sein, das ist vielleicht auch in Europa möglich und dass dann die Notenpressen so angeworfen werden, also dass mal die Medizin so überstrapaziert wird, dass das dann zur Vergiftung des Körpers führt und nachher womöglich sehr scharfe und schmerzhafte Korrekturen nach sich zieht. Ich glaube, sie werden nicht diesmal kommen. Ähm, da als schmerzhaften. Ich glaube noch immer nicht, dass ich das, da, da, das jetzt vollkommen äh, alles eitel Wonne ist. Ich glaube, der Herbst wird noch sehr mühsam werden und schwierig, wie ich euch schon gesagt habe. Im Herbst jetzt realwirtschaftlich wird passieren, dass die Kurzarbeit bei manchen Leuten in Arbeitslosigkeit mündet, dass die staatlichen Hilfspakete nicht ausreichen und viele Firmen, die jetzt noch irgendwie dahin über im Sommer, wo die Wirtschaft generell stärker ist, in Insolvenz gehen. Das wird Auswirkungen haben, auch ganz äh, realwirtschaftlich, dass viele eben Supply Chains durcheinander sind, dass ganze Industrien einfach noch nicht da sind oder sehr, sehr eingeschränkt da sind. Ich meine, ist Boeing trotzdem Amerikas größter Exporteur, sollte man auch nicht vergessen. Und Boeing exportiert derzeit keine Flieger, weil niemand Flieger auf der Welt kauft. Sie exportieren noch ein paar Waffen, aber die Flieger sind weg. Und so schnell werden sie auch nicht so viele Flieger exportieren. Und Airbus ist auch einer, einer der größten Exporteure Europas, darf auch nicht unterschätzen. Also ich sage mal so, das sind schon, Dinge, die realwirtschaftlich kommen werden. Ich glaube schon, dass es vor allem das dazu führt, dass es an den Assetmärkten von Immobilien, äh, Unternehmensbeteiligungen und auch an den Aktienmärkten Schnäppchen geben wird. Da muss man aber relativ schnell sein, weil nachher wird das Geld der EZB ihre Wirkung nicht verfehlen. Es tut es ja schon heute nicht. Das heißt, seid bereit, diese Schnäppchen zu holen, seid bereit zu investieren. Ich bin ja auch schon dabei, was zu tun. Also ich habe jetzt die ersten Wohnungskäufe abgeschlossen. Wenn ich jetzt wieder nach Deutschland komme, werde ich vielleicht das erste Haus kaufen, wenn sich's rechnet. Bei Beteiligungen habe ich auch einige Sachen in Prüfung. Auch in Aktienmärkten mache ich meine Ansparpläne. Einerseits Nasdaq, zweitens eben Dax und drittens so einige geprügelte Märkte, um eben auch da dabei zu sein, wenn sie sich wiederholen. Also diese Sachen würde ich auf jeden Fall weiter tun. Und wenn sich Gold noch eine Einstiegsmöglichkeit gibt, würde ich da auch noch mal zur Bank gehen und so ein paar schöne Barren kaufen. Hat man zumindest was Schönes zum Anschauen im schlimmsten Fall und ein Zahlungsmittel für einen absoluten Notfall. Also das zu diesen Dingen stehe ich weiterhin, wie ich gesagt habe, aber das Experiment, dass eben sich die durch die Geldflut und die Injektionen der Zentralbanken, die Börsen und auch die mobilen Märkte von der Realwirtschaft abkoppeln. Es gibt zumindest erste Hinweise darauf und alle Börsenprofis, mit denen ich gesehen habe, äh, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, das ist Sie haben so noch nicht gesehen in der Form. Jetzt total new. Und auch was ich mir an den Statistiken angeschaut habe, dieser Markt wohlgemerkt, die großen institutionellen Investoren und auch die reichen Leute stehen eigentlich noch relativ Put, die haben noch nicht viel gemacht. Also dieser Boom derzeit ist getrieben durch Retail-Investoren. Derzeit ist sogar so, dass äh, bei den ganzen Online-Brokern gibt es Wartelisten, die können nicht mehr abarbeiten, die ganzen äh, Bewerbungen für neue Konten. Also es ist so ungefähr fast so, wie wenn sich alle im Casino anstellen. Und da ist immer auch die Frage, wenn jetzt irgendeine harte Meldung im Herbst kommt und es man ordentlich einen ordentlichen Crash ergibt, wie reagiert die Masse? Kriegt die Masse dann kalte Füße, wie in der Vergangenheit? Und verkauft alles? Dann haben wir nochmal einen ordentlichen Crash. Ist in der Vergangenheit immer basiert, dass die, die Masse, wenn es gecrashed hat, kalte Füße gekriegt hat. Diesmal ist es neu, dass nämlich diese Boomphase nicht irgendwie getrieben wird, abgesehen von den Zentralbanken natürlich, durch die großen institutionellen Anleger, die kaufen, die stehen ja noch auf der Seite, da war ein Bafel, der waren die kauft nichts, der Airlines verkauft und aber Aktien zurückkauft, und die anderen auch nicht, sondern ist getrieben durch Retail-Anleger, durch Kleinanleger, die dann bei Interactive Brokers und Schwab und Flattex und alles den Customer Service overwhelmen und dann beginnen Aktien zu kaufen. Und da nobody knows, wie bei den Sekundärinfektionen von Virus wissen wir auch noch nicht, man weiß auch noch nicht ob die Leute ihr Verhalten aufgrund der Corona-Krise ändern, grundsätzlich oder nicht, weiß mal halt auch noch nicht genau, wie die Masse reagiert, wenn es vielleicht mal einen ordentlichen Drawdown gibt, ob sie dann zukaufen und sagen jetzt erst recht, ich muss jetzt bei den Assets dabei sein, ich habe Angst vor Inflation, oder ob dann plötzlich die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, Hilfe, 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 ich habe Geld verloren, am Tiefstpunkt verkaufen und dann vielleicht nochmal, genauso wie jetzt den Upward-Trend beschleunigt haben, nochmal den Downward-Trend beschleunigt haben. Und wenn jemand sagt 1929, äh, nicht ganz, weil eben die Zentralbanken diesmal ganz anders gehandelt haben. Der Unterschied zu 1929 ist, dass die Zentralbanken gemeinsam mit den Staaten, wenn man mal, die, Schleusen, die Geldschleusen geöffnet haben, was 1929 nicht passiert ist, das ist Gegenteil passiert, das hat die Krise verschärft. Und diesmal hat es die Krise zumindest an den Assetmärkten in der Realwirtschaft wird man sehen, hat es teilweise auch gelindert, aber nicht so sehr wie eben an den Asset-Märkten, hat es Deutschland gelindert. Und die Kleinanleger, ja, die Kleinanleger haben mittelfristig immer verloren, in der Vergangenheit auch. Das Einzige, was schon den Unterschied macht, das ist eben heute durch Social Media, eben auch durch Plattformen wie ich sie bitte und durch Weiterbildungsmöglichkeiten, mehr Kleinanleger die Möglichkeit haben, Zugang zu solchen Informationen zu haben. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, 2000, 2001, also... Ja, wie ich ja 98 an der Wall Street begonnen habe, wenn du einen Quartalsbericht einer Firma haben wolltest, ein Tank k oder ein Tank U, hast du das mit Boten ordern müssen, dass du das schnell kriegst. Das hat 80 Dollar pro Quartalsbericht oder Jahresbericht kostet, schaust also du schaust das im Internet an. Und gleichzeitig auf Financial Times, damals wenn du in der Schule war, der Wall Street Channel, das hast du dann drei Kiosken in Wien gekriegt, das war sündhaft teuer, mehr gab es einfach nicht. Und heute kannst du alles online lesen. Es gibt Weiterbildungsplattformen, wo du das Ganze lernen kannst. Immobilienkauf, Aktienkauf, Anleihenkauf, alles mögliche. Und das kann natürlich äh, schon dazu führen, dass vielleicht die Kleine, zumindest ein Teil der Kleinanleger, viele Leute haben wieder Geld und sind trotzdem dumm, äh, etwas mehr educated ist und vielleicht eben auch Angst haben von dieser Asset Inflation und sagen, lieber gehöre ich zu den half a bit, als ich gehöre zu den half nots. Das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, es ist noch vieles sehr fuzzy. Die View für den Herbst ist generell noch nicht äh, sehr offensichtlich, was passiert. Meiner Einschätzung, wie gesagt, habe ich euch getagt. Und deshalb bleibt es spannend. Und wie gesagt, wenn jemand dringender Geld braucht, die Regel gilt noch immer. Und man hat schnell Geld, dann kriegt man es meistens billig. Und, die, und du kannst sicher sein, dass in jeder Rezession, bei Arbeitslosigkeit, bei Insolvenzen, bei Kurzarbeit und anderes, es Leute gibt, die dringend Geld brauchen. Und dort muss man sein. Und dort muss er zuschlagen. Weil da machst du das beste Geschäft. Das ist immer so, war immer so und wird auch in Zukunft so bleiben. Weil selbst egal, welches Helikopter-Geld es gibt, auch das, es wird noch immer Leute geben, die alles, was sie verdienen, ausgeben und immer noch etwas mehr. Es wird immer noch Konsumkreditfirmen geben, die gute Geschäfte da machen, den Leuten Geld zu borgen. Und wenn dann halt irgendwas passiert, dann sind sie bankrott. Daran, glaube ich, wird sich selbst in Gelddruckorgien, selbst bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, nicht allzu viel ändern. Und deshalb muss man immer dort sein, wo die Leute das Wasser bis daher steht und die Wirtschaft die Leute dumm sind, dann funktioniert's. Und da vielleicht noch ein Beispiel: Ich hatte mal einen Fall. Ein Makler in Frankfurt hat mich lange warten lassen, war es auch draußen kalt. Und da, nehmen wir es mal, habe ich ihm gesagt, das war eine Wohnung damals bei der Messe, eine eineinhalb zimmerwohnung die wollten damals 60.000 oder was. Und sein Makler gesagt, tja, dass wir jetzt eine Stunde warten lassen. Es gibt drei Möglichkeiten: Entweder das zahlst heißt mir 5.000 Euro für das. Das ist eine absolute Frechheit, du weißt, es ist kalt. Nummer 2, ich drehe den Arsch und wir sehen uns nie wieder. Und Nummer 3, du bringst für die Wohnung um 39.000. Oder um 40.000, habe ich gesagt. Der hat es tatsächlich geschafft, die um 39.000 Euro zu bringen. Und der Typ hat die, die Augenringe wieder gedreht vons Leer. Deswegen hat er so ausgeschaut. Und der hat keine Ahnung gehabt von Wirtschaft. Ich glaube, der hat einen von Substanzen gehabt. Und das hat einen großen Vorteil gehabt. Die Wohnung war billig. Und der Makler hat ein gutes Geschäft gemacht. Wann kommt das also bedingungslose Grundeinkommen? Übrigens, arroganter Makler wird zurückgegelten hat. Morgen halte ich ja mein Immobilienseminar, mein Online-Seminar, morgen bin ich 14 Stunden wieder hier am Computer und werde dann meinen Teilnehmern genau erklären, wie man kleine hässliche Löcher kauft. Also alles wird nicht gut. Preisbildung ist halt immer Angebot und Nachfrage. Keine Nachfrage wird den Markt zum Crashen bringen und dann haben alle ihr Geld verbrannt. Billig kaufen und es wird billig werden. Jain. Ich meine, die Nachfrage kann auch die EZB selbst generieren. Ich meine, an Anleihenmärkten tut sie es ja, weil sie direkt die Staatsanleihen kauft. Also dort generiert die, da gibt es ja nicht mehr genügend äh, äh, Nachfrage von Anlegern mit Anleihen, wo man negativ Renditen erzielt, gibt's ja nicht genügend. Oder bei Italien bei 100, 1,5% es ja nicht genügend Leute, die das kaufen. Dort kauft, dort treibt ja die EZB schon die Nachfrage. Und da, was eben der Punkt ist, dass eben die EZB über verschiedene Instrumente, genauso wie die FED, eben die Nachfrage eben pushen kann. Also da kannst du hast eben schon mehr Nachfrage, wenn die Leute mehr Geld im Taschel haben, kaufen vielleicht ein paar Aktien, ja. Wenn die Banken mit Geld vollgepumpt werden, dann investieren sie vielleicht auch in Aktien. Ja, wenn gerade die Zentralbank, wenn Japan direkt Aktien kauft, ich meine, da steigen die Kurse auch. So, so geht es schon. Es wäre halt dann mal fast die Verstaatlichung, wenn die Zentralbank plötzlich der größte Aktionär im DAX oder im Dow Jones wäre. Aber auszuschließen ist selbst das in so einem Szenario nicht. Ja? In Japan, wo gemerkt ist, ist dass noch etwas fortgeschrittener, da ist wirklich die, bei einigen Firmen ist, glaube ich, die Japanische Zentralbank mittlerweile äh, einer der größten Aktionäre und da die EZB wie auch die FED ja auch jetzt nicht nur als Sicherheit akzeptieren oder teilweise auch kaufen, eben gut gerätete Anleihen, sogar Junkbonds, also Anleihen von schlecht geräteten Unternehmen, ist plötzlich dann auch, wenn ein Unternehmen Insolvenz geht, ist dann plötzlich auch die Zentralbank ein Gläubiger. Auch das ist ein recht interessantes Szenario, wenn jetzt, also nehmen wir es mal an, Ford würde plötzlich pleite gehen und dann ist plötzlich die FED ein Gläubiger bei der ford äh, Insolvenz Auseinandersetzung Also das wären schon Szenarien, da kann man nur sagen, ah, it's uncharted territory und wir sehen, wie diese Dinge dann wirklich abgewickelt werden. Weil es kann ja durchaus sein, dass dann plötzlich der Staat Aktionär ist, indem er die Firma gerettet hat. Die, die Zentralbank ist dann anleihe ich, weil es die Anleihen gekauft hat. Die Firma produziert dann irgendwie Autos oder Flugzeuge oder was auch immer. Und dann wird man schauen, wie so eine Restrukturierung passiert. Aber auf jeden Fall haben wir dann was schon der Fall ist, was etwas nicht ungefährlich ist, nimmt teilweise eine Form natürlich etwas von Staatskapitalismus oder Zentralbankstaatskapitalismus. Das ist etwas, wozu das dann schon führt, weil natürlich die Regierungen auf diese Art und Weise plötzlich auch ein aktiver Player in der Wirtschaft werden und vielleicht auf die Idee kommen wir natürlich dann auch. Firmen politisch zu missbrauchen, also bei Lufthansa wird ja schon diskutiert, dass es wenig wirtschaftlichen Sinn macht, Langstreckenflüge aus Berlin anzubieten, aber eben die Politik das will und wenn jetzt die Politik im Aufsichtsrat ist und sagt, lieber Vorstand, lieber Herr Spohr, entweder Sie äh, fliegen jetzt Berlin-New York und Berlin-San Francisco, weil wir es sagen, oder wir setzen Sie als Vorstandsvorsitzenden ab oder kürzen Ihre Gage, dann wird er sagen, okay, liebe äh, Regierung, wir fliegen das, wir machen zwar Verluste, aber es macht nichts. Weil meine Gage ist immer schon wichtiger. Ja. Und mein Job auch. Das ist die Gefahr. Notbanksozialismus, ja, wie kannst du es darüber nennen, wie du willst, aber wir bewegen uns tatsächlich in so eine Zeit, wo eben, wenn man mal, wenn du Assets hast, geht es auf jeden Fall gut, bist aber natürlich auch von der Politik abhängig. Siehe Immobilienmärkte, du bist gewaltig abhängig, aber auch bei Firmen. Ah, weil natürlich auch Firmen, wenn sie der Staat plötzlich Anteilseigner ist, Anleihengläubiger und ähnliches ist natürlich auch sind die Unternehmen mehr vom Staat abhängig also es wird du bist wenn du Assets hast bist du natürlich deutlich besser drauf keine Frage aber die größten Faktoren die diese Assets auch beeinflussen ist natürlich die Politik das heißt du hast weniger freie Marktwirtschaft sondern eine Zentralbank gesteuerte Staatskapitalismus, wo sich das, das sich fast schon China annähert, dann in China hast du eigentlich einen reinen Staatskapitalismus. Also ein sehr turbokapitalistisches System, wo Leistung und Gewinn gefördert und belohnt wird, aber gleichzeitig einen Staat, der überall mitredet und in jeder Firma, die man drinnen hat, ein neues Aufpasser. Und ohne der kommunistischen Partei in China geht nichts. Und das wird vielleicht bei uns nicht zu so arg werden, aber es würde ja natürlich das, was wir gewohnt sind, vor allem an Freiheit, wird sicherlich aufgrund der Corona-Krise deutlich, deutlich eingeschränkt werden, sowohl die physische Freiheit, wenn wir das jetzt sehen, die Bürger lassen sich das bis zu einem gewissen Grad durchaus gefallen, die Bürger lassen sich auch überwachen, das wird Folgen haben, nicht sofort und nicht überall, und es wird kaschiert werden, aber Tatsache ist, dass der Staat hier mehr Einfluss nehmen wird und er wird mehr Einfluss in die Wirtschaft nehmen, über die Zentralbanken, über eben die Vermehrung der Geldmenge, und natürlich auch über die Beteiligung und Unternehmen, um sie womöglich zu retten und dann vielleicht wieder teurer zu verkaufen, wo es in Amerika schon genügend Beispiele gibt. Das heißt, wir nähern uns eben einem... Das chinesische System wird vermutlich aus dieser Krise erst der Gewinner herausgehen. Und auch wenn Europa und Amerika kein chinesisches System haben werden, da bin ich mir sicherlich überzeugt, es wird Wahlen geben und es wird alles Mögliche geben, also so, so wird es nicht sein. Aber die Annäherung an dieses System durch die besagten Maßnahmen ist nicht unwahrscheinlich und gleichzeitig natürlich die Reduktion der persönlichen Freiheit damit natürlich auch. Die Wirtschaft steigt in China besser als bei anderen Systemen, deshalb stellt der Westen um. Ja, in China sind zwei Sachen, in China stimmen die Wirtschaftsdaten nicht immer, die sie veröffentlichen. Das zweite ist, China kommt auch von niedrigerem Niveau. Wenn doch, ja nehmen wir es mal so, wenn jeder Zehnte der Bevölkerung ein Auto hat, kannst du leichter mehr Autos verkaufen, weil die anderen wollen auch noch ein Auto. Also es gibt keinen Platz mehr auf den Straßen, irgendwie ist ein bisschen ein Problem, aber trotzdem wollen die Leute noch ein Auto haben. Ja? Während wenn schon jeder ein Auto hat, wird zunehmend schwerer, jedem zu erklären, er braucht zwei Autos. Ich meine, es gibt so Autoverrückte wie ich, die dann drei Autos haben. Ich möchte mich auch für die aktive Teilnahme von vielen von euch beim Gewinnspiel äh, bedanken. Wir werden in den nächsten Tagen übrigens äh, auf Insta dann den Gewinner äh, announcen. Ich bekomme auch das Auto erst in zwei Wochen, weil die Mercedes-Mitarbeiterin, die für diese VIP-Pakete äh, abgestellt ist, ist auf Kurzarbeit, die ist nur zweimal der Woche da, ganz kurz. Das heißt, bis wir das Auto bekommen, ihr habt es ja gewählt für meinen Mattschwarzen, also werde ich den Mattschwarzen mit 637 PS wählen. Aber das dauert noch etwas, bis das Auto geliefert wird. Mercedes ist nicht so schnell. Die Börse ist stabil, weil die Situation aber sehbar ist, die Situation überhaupt nicht vorhersehbar Ja, es, es, Wir wissen nicht, ob es Sekundärinfektionen gibt, wir wissen nicht, ob es äh, äh, ein mutierenden Vod Virus gibt. Wir wissen nicht, wann ein Impfstoff kommt. Wir wissen vieles, vieles nicht, die Aussage ist schlicht und aber falsch. Die Börsen sind derzeit im Aufwärtstrend, genauso wie die Immobilien nicht äh, einsinken, weil eben sehr, sehr, sehr viel Geld in den Markt gepumpt wurde. Und weil wir eben eine Finanzierung durch die Notenpresse haben. In England im Werber Team. In England finanziert, überweist die Bank of England direkt das Geld an den englischen Staat. Direkt. Ohne Zwischenwege. Die brauchen nicht einmal Staatsanleihen kaufen, die werden einfach, generieren sie am Computer und schicken das Geld in die Staatskasse. doch eine klassische Finanzierung durch die Notenpresse. Mehr, näher, an dem kannst du nicht sein. Ja? Die geldmenge kann ja später, wenn die Leitzinsen reguliert werden. Nein. Das ist falsch. Die Leitzinsen kannst du dir jetzt überhaupt nicht erhöhen. Das ist ein No-Exist-Szenario. Du kannst das geringfügig erhöhen. Aber jetzt überleg dir mal, was passieren würde, wenn wir heute 3% Zinsen haben? Oder 5%? Die mal 5% Zinsen. Die Staaten werden kürzer pleite, weil wir müssen für Staatsanleihen dann plötzlich, Deutschland müsste 5,5% zahlen und Italien 8% oder 7%. Ja, das ist total ja nicht pleite, wenn sie 10% auf ihre Staatsschulden, auf ihre neuen zahlen müssen. Ja? Die Anleihenmärkte kollabieren. Das heißt, damit sind sofort Pensionskassenversicherungen pleite, weil wir eine Anleihe, wenn da zur Anleihe, jemand der deutsche Bundeseinleihe hat, 20 der 20-Jährige, 30 30-Jährige mit 0% Zinsen und die Zinsen bei 5%, ist die Anleihe gleich mal die Hälfte wert. Dann müssen die Pensionskassen und die Versicherungsgesellschaften, die das halten und die Banken Insolvenz anmelden. Die Immobilien kollabieren. Die Immobilien sind überschuldet, die Banken müssen Immobilienkredite fällig stellen, die Immobilieninvestoren sind pleite. Plus natürlich, sie können dann irgendwann auch die Zinsen nicht mehr bezahlen irgendwann. Genauso wie die Staaten, da gibt es einen gewissen Vorlauf, weil vieles wurde langfristig finanziert, aber irgendwann können sie die Zinsen nicht mehr bezahlen. Die Unternehmen haben dasselbe Problem. Die Bewertungen an den Börsen kollabieren, weil der Zinssatz steigt, der Diskonti Diskontsatz, Fonds äh, kollabieren, die Firmen haben viel höhere Refinanzierungskosten, können sich nicht mehr leisten, gehen bankrott. Aus null Nullzinsumfeld gibt es kein Exit. Oder keinen nicht extrem schmerzhaften Exit. Aber was schon geht, was die Zentralbanken schon machen können, ist, dass sie das Volumen der Anleihenkäufe regulieren, was die Fed und die EZB auch gemacht haben. Also, in der Boomphase hat die Fed wie auch die EZB das Anleihenkaufprogramm zurückgefahren. Das heißt, sie haben weniger Staatsanleihen gekauft und die wieder das dem Markt überlassen und damit die Finanzierung durch die Notenpresse, was ja der Kauf von Staatsanleihen per Definition ist, zurückgefahren. Was natürlich ein richtiges Element ist, um ihm sich sicherzustellen, dass das ganze, nicht, das ganze System nicht out of order kommt. Weil da ist ja die Gefahr. Wenn die Zentralbanken das unendlich machen, dann hast du irgendwann tatsächlich reale Hyperinflation. Wenn die Zentralbanken plötzlich Staatsanleihen kaufen und immer schneller, immer schneller, dann hast du irgendwann das Thema, was du in der Weimarer Republik gehabt hast. Und das ist das, was es zu vermeiden gilt. Wenn auch kollabiert die Wirtschaft, dann funktioniert nichts mehr. Aber eben solange das in Maßen geschieht und dann wieder zurückgenommen wird, also als temporäres Instrument verwendet wird, um eine Krise zu überstehen, und nachher eben in der Boomphase dieses Szenario wieder zurückgenommen wird, was ja auch dann beispielsweise verschiedene Börsekorrekturen ver verursacht hat, wie die Zentralbanken weniger gekauft haben, hat man auch gesehen, es gab ja in den Boomphase zwischen 2009 und 2018 einige Korrekturen, die waren fast immer im Zusammenhang, dass die Zentralbanken ihr Anleihenkaufprogramm etwas reduziert haben, Ah, das geht schon. Und man muss noch hoffen, dass es geschieht. Weil wenn die Zentralbanken sich natürlich, da geht es ja wieder um Karlsruhe, darum, ist die Zentralbank unabhängig und man muss das machen, was die Politik sagt. In Amerika ist sie etwas abhängiger. Die Fed ist zwar unabhängig per Statut, aber gleichzeitig den Fed-Chairman ernennt wieder der Präsident. Das ist ein bisschen eine Und ah, wenn halt die Politik so viel Druck macht, liebe Zentralbank, ich hätte gern mehr Geld, ich möchte gerne in die Infrastruktur investieren, ich möchte mehr Jobs schaffen, ich möchte, dass die Börsen explodieren, damit ich wieder gewählt werde. Und die Fed sagt, ja, yes, Mr. President, I want to keep my job. Thank you, Mr. President. You're so smart. Ja, dann gerät es jetzt außer Kontrolle. In der Vergangenheit hat sich die Zentralbanken sowohl die EZB als auch die Fed schon etwas dagegen gewehrt, dass man sie zu sehr missbraucht, aber das ist die größte Gefahr. Und dort sehe ich auch, Uh, nehmen wir es mal so das Risiko, dass das, dass das eben nicht so funktioniert. Ja, in Maßen läuft das seit 12, 2012 ununterbrochen, aber es wurde zurückgenommen. Eben in Maßen. Die Immobilien werden abschmieren in der BRD. Weiß nicht, wieso sie abschmieren sollen. Wenn die Geldmenge so vermehrt wird und die Zinsen bei Null sind, gibt es keinen Grund, wieso sie abschmieren sollen. Das sehe ich nicht. Selbst bei Mitregulierung. Sehe ich derzeit nicht. Ja? ist eine Regentonne gestanden. Ich habe ich gesagt, why is ist standing here? sagt, you know, because if we train a lot, the roof is leaking and then the airport is flooded. We had a flooded airport and people were swimming. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir stellen eine Regentonne hin. Und teilweise sind in Amerika schon Autobahnbrücken äh, 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 eingestürzt. Auch solche Dinge sind schon passiert. Also Amerika ist da relativ... Äh, äh, nehmen wir es mal extrem und die Infrastruktur, also die Autobahnen sind in katastrophalen Zustand, die Flughäfen, die Züge und ähnliches. Also es macht natürlich Sinn. Eine gute Infrastruktur hilft dazu, dass die Wirtschaft besser funktioniert. Wenn beispielsweise es sehr gute Zugverbindungen gibt, kannst du einerseits äh, die äh, Arbeitseffizienz besser machen, die Umwelt mehr schonen und die Leute haben wir es mal die Möglichkeit Übrigens, Instagram muss ich gerade auch nochmal neu starten. Weil heute hat das, die Telekom Austria wieder was. Nicht perfekt. So. So, mal schauen, was in Instagram ist. Jetzt will ich wieder. Okay, der ist Inst derzeit hat die Telekom aus mit irgendwas mit Instagram was. So, schauen wir mal. Ich werde mal schauen, was da los ist, aber vielleicht kriegen wir es wieder hin. so. Um vielleicht einmal die Frage zu beantworten bezüglich der Infrastruktur in Amerika. Ja. Jetzt funktioniert Instagram wieder. Liebe Leute, sorry doch mal für die Unterbrechung. Technik ist nicht perfekt. Wie Die Regentonnenlag lag war nur ein Beispiel für die amerikanische Infrastruktur. Um jetzt zurückzukommen, wenn du viel Geld ausgibst für die Infrastruktur. Hast du einen volkswirtschaftlichen Nutzen und gleichzeitig schaffst du Arbeitsplätze? Wenn du jetzt einen Flughafen ausbaust, Bahnnetze baust, Straßen ausbaust und ähnliches. Wenn du in Schulen investierst, also wenn du das Geld vernünftig investierst, nicht nur in reine Prestigeprojekte, dann macht das Ganze Sinn. Es gibt natürlich Diktatoren, die kaufen in Nordkorea Präsidentenstatuen, sowas gibt es auch. Ja, also nordkorea ist der Marktführer in der Herstellung von Prunkstatuen und Mausoleen, Dort, äh, die exportieren sie auch in viele seltsame Länder. Und wenn natürlich der Staat beispielsweise eben in Prunk, und Mausoleen investiert, ist das ja unproduktiver. Wenn du eine gute Zugverbindung, in eine gute Schule, in eine äh, bessere Umwelt investierst, in gute Verkehrsanbindungen, in einen guten öffentlichen Verkehr, das hat natürlich schon einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Weil die Leute weniger Zeit verscheißen, äh, weniger krank werden. Äh, effizienter arbeiten können und gleichzeitig schaffst du damit sehr, sehr viele Jobs. Weil nicht so Infrastrukturprojekte, die kosten viele Milliarden, da ist die Bauindustrie gefragt und vielleicht die Zugindustrie und äh es werden ja auch oft her heimisch hergestellte Züge, in Österreich gibt es ja auch, muss Siemens dann in Österreich Straßenbahnen bauen oder äh, Lokomotiven und dann werden muss entsprechend Beton verbaut werden und alles mögliche. Also die Infrastrukturinvestitionen sind eine klassische Methode von Government Spending, um eben die Wirtschaft in einer Krise wieder in Schwung zu bekommen. Das hat fairerweise, muss man auch dazu sagen, der, Fre äh, der FDA, der Präsident Roosevelt in Amerika, der nach der Depression an die Macht gekommen ist, hat ja unter anderem einiges oder sehr viel falsch gemacht, aber auch einiges richtig. Nämlich er hat zum Beispiel eben auch sehr viel government spending in Infrastruktur gemacht, begonnen Interstate Highways zu bauen und Ähnliches, um eben das Land wieder in Schwung zu bekommen. Also das ist etwas, was schon funktioniert, solange sie produktiv ist. Das war's mit dem Grau-Finale. Leute, ich wäre mir noch nicht so sicher. Der Herbst und der Winter könnte noch düster werden. In Mailand beispielsweise sind jetzt schon wieder alle ganz ausgezuckt. Die Italiener sind ja immer recht lustig, weißt du. Die, die sind halt so ein bisschen Party, Mamma Mia und so weiter, ja. Und jetzt haben sie wieder die Freiheit, jetzt ist alles voll. Sie halten sich natürlich an nichts und dort äh, droht womöglich schon die zweite Corona-Welle. Also so einfach ist das alles noch nicht. Nochmal, der Virus reprodu reproduziert sich trotzdem und exponentiell, wenn er wieder wächst, es geht relativ schnell, ja. 1, 2, 4, 8, 16, 32, ja. Ich gebe noch immer das Beispiel, und das ist halt exponentiell, ja. Der König hat einen Vasallen. Und der Vasall hat, endet seinen Dienst, und der König fragt, was wünscht du dir? Und er sagt, ich wünsche mir Reis. Auf ein Schachbrett. jeden fällt er jetzt ein Reis. Immer das Doppelte. Ja. Das Problem ist, der König kann es sich nicht leisten, weil so viel Reis gibt es gar nicht auf der ganzen Welt, was da herauskommt. Das ist exponentiell. Und das kann schnell nochmal kommen. Do not ist. Die realwirtschaftlichen Auswirkungen werden scharf sein. Und das Experiment, ob die Zentralbanken das allein ausreicht, also unter meinen Fans sagen 66% nein. Das heißt eigentlich, wenn 66% in meinen Fan und zumindest auf Instagram sagen, es kommt nochmal eine Korrektur. Weil das, was die Börse hat, nichts zu tun mit der Realwirtschaft. Die Lufthansa ist bei 8 Euro, obwohl die Verluste. Vorher war es 5 Milliarden wert, oder 6 Milliarden an der Börse, oder ganz vorher 9. Jetzt haben es 10 Milliarden Verlust gemacht. Müssen mal 5 Milliarden Kredit aufnehmen, die müssen sie auch zahlen. Müssen den Startpartizipationskapital und Beteiligung abgeben, und trotzdem ist die Lufthansa bei 8 Euro. Macht irgendwie wenig Sinn. Ja? Der Kaiser ist doch nackt, Gerald. Nicht ganz. Nochmal. Der, wieso der Kaiser nicht ganz nackt Das ist, ist folgendes. In der Vergangenheit war der Kaiser tatsächlich nackt, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Gütern und Dienstleistungen gegeben hat. Ja? Wenn jetzt der König die Münzen gemischt hat, gab es nicht mehr Kleidung, weil mehr hat halt das Schiff, das da aus Indien oder Ostasien gekommen ist, mit den Dingen nicht gegeben. Und mehr Schneider und Weber gab es nicht, um die Kleidungsstücke herzustellen. Das heißt, wenn du sagst, gab es halt eine begrenzte Anzahl von Kleidungsstücken und doppelt so viel Geld, sind halt die Preise ums Doppelte gestiegen. Aber heute kannst du Kleidung fast unbegrenzt produzieren. Produzierst einfach mehr, wenn die Leute mehr Kleidung wollen. Drückt einfach drauf und produzierst mehr. Fertig. Dann, okay, dann werden die Preise nicht steigen. Das heißt, wenn du zumindest einen fast unbegrenzten Supply, also ein unbegrenztes Angebot an Gütern und Dienstleistungen hast, was du aufgrund des technologischen Fortschritts in sehr vielen Branchen hast, dann kannst du sehr wohl die klassischen Regeln der Inflation außer Kraft setzen. Ja, das geht. Es geht eben nur nicht in den Bereichen, wo es ein beschränktes äh, Angebot gibt. Und das beschränkte Angebot ist eben das, was die Reichen auszeichnet. Und da werden sich die Reichen und Arme noch weiter trennen. Sehr, sehr gute Gesundheitsvorsorge. Das hat man gesehen bei Datenschutzgeräten und ähnlichem. Ja? Man, ist klar, wenn du da halt genügend Geld hast, hey! Da spielt die Inflation schon eine Rolle. Selbe Thema. Elitäre Ausbildung hat auch eine sehr, sehr ordentliche Inflation. Harvard-Plätze gibt es halt nicht unendlich und die kannst du nicht unendlich vermehren. Auch Cambridge und Oxford nicht. Ihre alten Gebäude, da kannst du nicht so wieder zubauen. Wie es Nachfall gibt, wenn genügend Geld da ist. Dasselbe gilt. Wenn irgendwelche seltenen Autos gibt es auch nicht mehr. Wenn halt nur weniger produziert, also steigen die Preise. Immobilien in ordentlichen Lagen, genau dasselbe. Ja, In Frankfurt oder München gibt es halt nicht mehr Platz. Du kannst du noch ein bisschen in die Höhe bauen, das wird eh gemacht, aber limited. Ja? Digitale Skills, Limited. Gibt es nicht so viele Leute Mathematik und Informatik und Statistik studieren. Die meisten wollen irgendwelche origin Ideenstudien machen, weil es ihnen keinen Spaß macht, die, die Ärmel hochzukämpeln, so wie ich. Das wollen die meisten Leute nicht. Ja? Wollen nicht denken. Okay. Handwerk, selber. Na, Hände schmutzig machen wollen wir nicht. Okay. Steigende Preise, wenn einfach ist. Ja. Und da, deswegen kann dieses Experiment für die Masse der Bevölkerung eben schon funktionieren. Ja. Es wird dazu führen, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch gewaltig auseinandergeht und dass eben die Reichen ein paar Dinge haben, die die anderen nicht haben, aber dass sehr, sehr viele Güter trotz allen den unter Anführungszeichen Armen zur Verfügung stehen. Das darf nicht unterschätzen. Ja, kannst jetzt ganz Luxusautos für die Armen bauen. Das ist ganz genug bauen. Die Kapazitäten sind da, dass jeder an Mercedes fährt. Es wird halt dann noch ein paar geben. Die haben halt dann ein spezielles Emblem oder sonst irgendwas. Genauso wie halt Rolex irgendwas macht. Und es kommt dann der Hersteller und sagt, ich mache halt den, 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 den Rich Mercedes und, und den gibt es noch 5000 Stück. Und der kostet halt dann das Fünffache als der normale Mercedes, damit sich ihm die reichen Leute von den nicht reichen Leuten abschotten können. Und Tatsache ist ja, dass bereits wahnsinnig viele Dinge, die es vorher nie gegeben hat, heute jeder in der Bevölkerung hat. Ja? Also um nur schon ein Beispiel zu geben, ja, selbst die S-Klasse, ich habe jetzt wieder mal einen Testbereich gesehen, am Mercedes 450 SL 6,9 oder, oder, oder 450 SL, das war damals so das Bonzenfahrzeug, das haben alle Gauner in den Filmen gefahren und das haben die Regierungschefs gefahren und das haben die Top-Unternehmer gefahren. Ja? Das Auto kann weniger. Von der Straßenlage, von der Beschleunigung, von der Klimatisierung und alles Mögliche, also Basis VW Golf halt. Ja? Muss man auch dazu sagen. Ja? Und dasselbe ist, wenn du heute Bauqualität von heute nimmst, im Vergleich vor 20, 30 Jahren, ist auch, hat sich auch total geändert. Oder Kommunikation, ist halt für jeden zugänglich. Reisen, ja, war absoluter Luxus. Zumindest auf einigermaßen angenehmem Niveau. Ja, fliegen war schön auf Dauer, es halt, war zumindest bis jetzt, schau mal, was nach Corona passiert, für fast jeden zugänglich. Ich meine, jeder, der ein Geld gehabt, dann hat er das Wochenende für den Shopping-Trip nach London fliegen können für 49 Euro. Und dann irgendwo übernachten in einem Easy-Hotel mit Windows-Optionals für 54 Pfund pro Nacht. Ja? Okay, das heißt, du wirst halt gewisse Dinge haben, wo es die Inflation gibt, aber nur beschränkt, und für den Rest ist Oversupply da. Die einzige Beschränkung, die wir da noch haben, und die glaube ich wird sich auch noch weisen, sind die klimatischen Bedingungen und die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, weil vielleicht Haltet es eben, das Erdgehen wir nicht aus, wenn jeder auf der Welt das Wochenende nach London chattet für 49 Euro, das kann schon sein. Oder wenn jeder einen großen SUV fährt. Produzieren können wir es. Deswegen wird es keine Inflation geben. Wenn die Zentralbanken das einfach finanzieren, dann sind das sehr geringe. Außer bei den Rich SUVs, weil da alles Logo draufsteht, wo es halt nur 500 gibt, der kostet dann unbeschreiblich, ja? Weil der will ja jeder haben, ich bin der Reiche, ich hab das Auto, das muss man mal zahlen. Aber die Frage ist, ob die, 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 unsere Mutter Erde dann sagt, ja. Das ist ein bisschen zu viel, was ihr mir antut. Zu viele SUVs, die 20 Liter verbrauchen und zu viele Leute, die herumchatten. Das ist, glaube ich, noch die Wildcard, die auch in dieser Rechnung noch nicht inkludiert ist. Und die habe ich euch immer wieder auch darauf hingewiesen, speziell immer im William-Bereich, dass ihr das Thema Klimawandel, Klimaveränderung und Ähnliches nicht ignoriert. Unabhängig davon, woher es kommt. Und immer unter dem Hinweis, dass ich für den Missbrauch der Klimafrage zur Pushen von sozialistischen, kommunistischen und anderen verrückten Ideen absolut ablehne persönlich. Ja. Sage ich auch dazu. Aber dieses Thema ist real und das wird uns in irgendeiner Weise beschäftigen. Damit sollte man sich auseinandersetzen. Das könnte mich auch dieser ganzen Welt, die ich vorher beschrieben habe, noch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen, weil wenn plötzlich aufgrund der Ressourcenproblematik auf der Erde, wenn man eben nicht wir können zwar technisch produzieren, aber haben vielleicht nicht, wenn wir es machen, zerstören so wir unseren Planeten. Dann hast du plötzlich sehr starke Inflation. Und dann würde dieses System der Finanzierung durch die Notenbanken sehr, sehr schnell zu einer sehr starken Inflation führen. Sobald die Ressourcen beschränkt sind. Und das kann sehr wohl durch den Klimawandel sein. Wenn es heißt, ja, du darfst nicht so viel fahren, wirst du halt dafür bezahlen müssen. Ja, ich werde immer fahren. Und egal, ob ich die Strafzahl oder die Gebühr, die es kostet, ist mir relativ wurscht. Wenn es 10.000 Euro kostet, dann zahle ich 10.000 Euro. Wenn es 20 kostet, zahle ich 20. ist mir wurscht. Aber es wird sich nicht jeder leisten können, weil diese Preise werden dann exponentiell steigen. Das ist genau der Punkt. Es ist viel zu früh zum Immobilienkaufen. Nochmal, zum Immobilienkaufen sage ich eines dazu. Es ist definitiv nicht zu früh. Und ich sage, was du jetzt in dieser Situation haben wirst, wird gewisse Art von Notverkäufen sein. Die beginnen jetzt im Herbst, glaube ich, werden sie mehr werden als heute, aber es gibt keine Garantie dafür. Ja? Und was du heute hast, sind Immobilien, die du vorher waren, nicht am Markt oder nur zu unleistbaren, vollkommen fantasievollen Konditionen, was sagt das von vornherein, das kann sie nicht rechnen. Und jetzt kommen sie auf den Markt, was sagt, na ja, es ist schon teuer, teuer ist schon. Wenn ich irgendwie mich dreimal kneif, rechnet sich's. Und dann muss kaufen. Du wirst nicht bei Wohnimmobilien, ich sage jetzt nicht bei Handelsflächen, was anders. Ja. Aber bei Wohnimmobilien wirst du nicht einen Kollaps hier erleben. Nicht in Deutschland und nicht in Österreich. Ich rede nicht von Italien und ich rede nicht von Spanien, wobei wiederum Madrid, Barcelona und auch Mailand und in eingeschränkter Weise Rom wieder nur begrenzt. Da, da ist auch mehr. Es sind Dinge leistbar, aber das kollabiert nicht. Aber vielleicht, jetzt, jetzt sagst du jetzt in Abachia oder in ja, nehmen wir mal irgendeine Sekundärstadt in Amerika, in, in Trento in, einem, in Italien oder sonst was oder in Valencia. Na da, da kannst du schon mal ordentlich hergehen bei den Märkten Da würde ich, da kannst du schon mal Timbu machen, da kannst du richtig auf Schnäppchenjagd gehen. Wo ich wir, ich nicht in Barcelona, zum Beispiel. Die Magode ist der wahre Mercedes. Ich weiß nicht, ob es der einzig wahre Mercedes ist. Wenn du, also mir gefällt noch besser als die Magode der 280 SE 3,5 Cabrio. Die Klimawandel ist die größte Lüge des 20. Jahrhunderts. Leute, ihr werdet merken, dass es etwas wärmer ist und dass sich die Anzahl der sogenannten Naturkatastrophen erhöht hat. Das sind statistisch nachweisbare Daten. Ja, und als Investor solltest du dich mit diesen Themen sehr wohl auseinandersetzen, weil wenn du speziell wenn du Immobilien hast, werden sie dich betreffen. Weil wenn du dann halt an Wasser bist, dann also gibt es halt mehr Überflutungen, dann ist halt das Haus von unten nass. Und dann kostet die Sanierung ordentlich Geld, und die Erdgeschosswohnung ist vielleicht nicht bewohnbar. Und wenn du eine schöne Anlage hast, und dann macht's Platsch, und da regenzeit halt ordentlich, ja, ja dann tut's halt vielleicht mal das Haus wegwaschen, oder das Fundament untergraben, und dann musst du halt die Stadt reparieren lassen, und auch das kostet Geld. Ja? Und wenn du halt eine Ferienimmobilie hast, und dann wird's in der Gegend zeiß, ja, dann werden Leute immer hinfahren. Auch das solltest du einberechnen, so leid ist es mir tut. Mir das es wurscht, woher es kommt. Du musst du als Investor agieren richtig, weil, wenn das nicht erkennst und halt zu spät erkennst, dann hast du schon Verlust eingefahren. Das ist wie Skigebieten, ja? Wenn halt der Schnee weiter oben beginnt und du unten hast halt äh, Ferienapartment und die Schneesaison ist kürzer, dann ist halt nichts mehr wert. So einfach ist es, halt gehen halt nur dorthin, wo es einen Schnee gibt zum Skifahren. Ja? In Frankfurt hat auch aufgeschrieben, ich war in Frankfurt, und haben wir da 43 Grad gehabt, das ist schon ein bisschen heiß. Ja, nach den Speckgürteln helfen, glaubt ihr mir das? Die Speckgürtel werden der Gewinner. Ja, der Klimawandel führt zu einer Zuwanderung bei uns und da muss man sich freuen. Das ist gut für Immobilienmärkte. Auf jeden Fall. Als Immobilieninvestor musst du dich freuen. Aus politischer Sicht gibt es verschiedene Meinungen dazu. 36 Quadratmeter und 49.000 in Berlin erscheinen auch immer relativ teuer, aber müssen man sich im Einzelfall anschauen. Das kommt auf den Baujahr an. Übrigens, wenn es solche Fragen hast, morgen im immobilien gehe ich das genau durch. Mein Makler sagt erst, die Nachfrage ist ungebrochen hoch, gebe ich recht. Die Nachfrage ist gegeben. Es gibt natürlich einzelne Notverkäufe, ja. Und bei Luxuswohnungen ist die Nachfrage nicht so groß, das ist auch richtig, aber insgesamt merkt man noch keinen Kollaps des Marktes. Definitiv nicht. Ja? Was also aber, wie gesagt, man merkt, dass Dinge am Markt kommen. Und dann muss es heißen, schnappi, schnappi. Und schnell. So wie schnappi das kleine Krokodil der das kleine Krokodil, das große Krokodil schnappt. Mit viel Geld. Schnappi, schnappi, schnappi. Ja? Der 98er in Stuttgart für 130.000 scheint mir auch eine Spur zu teuer. Hängt aber davon ab, wo in Stuttgart. Also wenn es äh, 125 wäre in Stuttgart-West, würde ich es kaufen. Aber depends wer. Luxuswohnung wie Airbnb, Airbnb wird in den nächsten zwei Jahren nicht funktionieren. Airbnb hat einen Anlegenverlust Verlust hingelegt und Jetzt wird es einen Konkurrenzkampf zwischen Hotels und äh, Airbnb-Apartments geben. Nona no, nicht. Und es werden leider jetzt mal in den nächsten zwei Jahren weniger reisen. Heuer wird kein globaler Tourismus stattfinden. Die Amerikaner und die Chinesen werden heuer nicht nach Österreich und auch nicht nach Deutschland kommen. Und auch nicht nach Frankreich. Vielleicht sehr vereinzelt mit dem Privatjet, aber nicht die Massen. Und auch nächstes Jahr, das geht nicht so schnell. Und das hat zwei Gründe. Nummer eins, dass die Reiserestriktionen nicht so schnell aufkommen sind. Das dauert. Und das zweite ist, in der Rezession haben die Leute weniger Geld und geben es weniger aus. Auch das ist logisch. Ich soll ein Kinderbuch schreiben. Ich habe jetzt eher einen Sohn. Du musst sagen, was ich da reinschreiben soll. Ja? Ich versuche David immer zu zeigen. Statt da ist ein Haus, habe ich schon aufgemalt, und da kassiert man Miete. Ja? Man muss immer viel Geld haben. Und der Profit, der muss groß sein. Das heißt, meine Ziele 1000 Frauen, 5 Millionen Vermögen. Also ich finde ein sehr... Ungewöhnliches Ziel und auch nicht passend in der heutigen Zeit. dann müsstest du aus dem Islam übertreten, wo das möglich ist. Und gleichzeitig brauchst du da deutlich mehr als 5 Millionen Euro Vermögen, weil im Islam gibt es die Regelungen, dass du deine Frau noch erhalten musst. Aber ich glaube, in der westlichen Welt wärst du auf jeden Fall in dieser Ansicht im vorigen Jahrhundert. Die Krise ist vorbei, der Aktienmarkt auf hoch Undenkbar ist es nicht. Ich glaube halt trotzdem, es wird nochmal irgendwas kommen. Das erscheint mir jetzt auf zu wackeligen Beinen, weil es auch durch Kleinanleger getrieben ist. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, 34% meiner Fans sagen, die Zentralbanken werden die Marktgegebenheiten und den Bezug zur Realwirtschaft auf den Finanzmärkten aushebeln. 66% sagen nein. Und meine Berater und meine Quellen in New York und Kalifornien, und so weiter, sollte ich fragen, sagen, also ich glaube nicht, dass die Märkte dauerhaft durch die Zentralbank sich aushebeln lassen von der Realität, aber auszuschließen ist es nicht. Aber von Alltime high wetten würden sie nicht. Fix- und Flip-Teals werden wieder interessant, aber könnte. Ich bin sie jetzt wieder am Austesten. Ich meine, jetzt ging es ja nicht, weil halt die Beurkundungen sehr schwer waren, aber es wird wieder. Grundstück, was heißt Grundstück Immobilie? Grundstück ist Immobilie. Ja, Zwangsversteiger werden auch mehr kommen, aber bei einer Zwangsversteiger muss man aufpassen, da rennen so viele hin bei kleinen Wohnungen, dass dann immer sich nicht ausgeht. Wenn genügend Börsengimpel auf den Ballbeinen sitzen, wird sicherlich daran gerüttelt, ja, aber die Gimpel müssen auch runterfallen. In der Vergangenheit sind sie immer gleich beim ersten Crash runtergefallen. Ja, sind alle schon runterkupft. Aber diesmal sind sie irgendwie so raufkupft und halt, du weißt, du weißt noch nicht, ob sich diese Gimpel nicht ein bisschen festhalten. Ja, macht, uh, wird, kommt der Sturm und der hält sich fest sagt, ich will meine Assets haben. Weil er hat Angst vor der Inflation. Who knows? Wie gesagt, wir bewegen uns bei vielen Dingen derzeit in Uncharted Territory, Leute. Und dieses Uncharted Territory, daran musste ich erst gönnen. Ganz einfach. wir got to get used to it. Ja, wer jetzt kein Auto kauft, ist blöd. Also, grundsätzlich ist ein Auto ja ein Konsumgut, aber wenn du dir dieses Konsumgut anschaffen willst, beginnt jetzt eine interessante Phase zu sein, ja. Optionshandel ist nur was für Profis. Da musst ich sehr, sehr gut machen. Mach mal eine Probefahrt mit meiner Pagode, bin ich bereit. Wenn du eine schöne Pagode hast, interessiert mich, ja. Weil Grimple auf der Stromleitung, ja, aber die sitzen nicht nur auf der Stromleitung. Royal Caribbean würde ich nicht kaufen, das kann ins Auge gehen, die kann wirklich ins Rant gehen. Shell habe ich einen Eurostock 600 Eulon Bist du besser diversifiziert. 155.000 für 32 Quadratmeter in Stuttgart, bei 455 Kaltmiete, wenn die Lage passt, wäre es okay. Würde ich kaufen. Wenn die Lage passt, aber es kommt immer darauf an, wo in Stuttgart. Das ist, muss man individuell sich anschauen. Ja, also generell das lehre ich morgen den ganzen Tag. Ich bin morgen 13 Stunden hier online. Hat weil ich zweieinhalb Stunden wandern und zwei Stunden mit dem Cabrio fahren, aber morgen geht's wieder äh, zum We Seminar. Aston Martin mit Lawrence, Dorf Stroll und Otto Wolf, was soll ich da mal machen? Autos konsumieren 100 Jahre. Ich meine, ein Auto, wurde du ursache, da laufende Kosten. Ich meine, natürlich, wenn du manchmal irgendein Auto brauchst, du, aber wenn du effizient ein Auto kaufen willst, jetzt ohne auf Prestige und Schönheit zu legen, gibt es drei Möglichkeiten. Wenn du ein strecken auto brauchst, dann ist ein Skoda Superb Gebrauchter, Ein sehr stabiles Auto hat wenig sex -Appeal. Wenn du jetzt nie ein Kurzstreckenauto brauchst, dann ist die stabilen Toyota Camrys und Toyota Corollas. Und die sind auch nicht sehr teuer, aber das hat eben keinen sex sage ich auch dazu. Und auch der VW Phaeton ist in den Benzinversionen nicht so unterschätzt, außer die 12-Zylinder, die sind zu teuer in der Haltung. Ja? Der Unterschied zur Academy zum Morgen Kurs, -Chall. Morgen ist ein ganztägiges Online-Seminar, wo ich eben 13 Stunden lang für die VIP-Teilnehmer erkläre, wie man Immobilien kauft, wo man Fragen stellen kann und so weiter. Und die Academy hat eben Online-Videokurse, die man sich eben ansieht, aber das eben nicht live ist. Ja, Seminar ist ja live. So riskant wegen Mittendeckel. Der Mittendeckel ist jetzt in Berlin schon eingepreist. Ich meine, wenn sich was rechnet in Berlin, trotz Mittendeckel würde ich es machen. Weil da ist nur mal die Chance, dass er wieder wegfällt. Oder reduziert wird. Aber muss halt schauen, ob sich das Ganze rechnet. Lada Niva. Da haben wir mal jemanden gehabt, das, das war auch lustig, hörte. Das war im ein im banker Und der war so dick. Und der hat das irgendwie als Hobbyauto gehabt für seine Jagd. Und dann ist der ja sein Bauch immer beim Lada Niva angekommen. Das war, das, das war ein Experiment, mit dem Auto zu fahren. Aber das war schon legendär. Ja. Genauso wie vom Tobi seine Ente. Das war auch legendär. Also manche Autos sind schon recht lustig. Aber wie gesagt, nochmal danke auch für das Gewinnspiel. Es waren wirklich viele interessante Zuschriften. Also wir haben wirklich eine, was ich schon sagen muss, wir haben trotz allen, trotz mancher dummen Fragen auch, die ich immer wieder sehe, haben wir trotzdem eine tolle Community, die weitaus überdurchschnittlich ist. Also wenn du dir die meisten anderen Influencer anschaust, was die teilweise, also wenn du über, die, da, da, über solche Themen wie Notenbankfinanzierung und alles mögliche sprichst, die würden vermutlich nur Bahnhof verstehen, genauso bei kleinen hässlichen Löchern. Ja, also. Und auch bei Oldtimer, glaube ich, wäre das Verständnis relativ beschränkt. Also nochmal ein Hoch auf doch, nennen wir es mal, die deutlich überqualifiziert, überdurchschnittlich qualifizierte Fangruppe, die wir hier haben. Auch wenn ich hin und wieder über manche Fragen trotzdem sagen muss, die gehen gar nicht. Wenn euer heißt, schaut das Bild auf Instagram an und folgen mir auf Instagram, dann siehst du das. Es ist ein AMG GT4 63S. Ein Ziel ist auch etwas Cooles, ja. Ziel ist, Übrigens das ist gar kein schlechtes Investment, also die Ziels haben eine recht gute Wertsteigerung. Das Ziel war das Bonzen-Auto der Kommunisten, äh, hat der Gorbatschow Auto gehabt, die haben eine gute Wertsteigerung gehabt, die Ziel. Und sind relativ stabil, also die kannst du nicht umbringen, das ist ein 7,7 Liter Motor, ich glaube Verbrauch 60 Liter auf 100 Kilometer. Aber die waren gar keine, also ein Oldtimer ist paradoxerweise ein Asset, oder sogar ein Asset, und um vielleicht auch den live -Jet jetzt schon langsam zu so schließen, weil ich muss mich noch vorbereiten auf morgen, also genau der Oldtimer, der Ziel, ja, vom Ziel wurden nie viel produziert. Der Ziel ist ein russisches Ponzenauto, ja. sieben Meter lang und so weiter. Aber da gab es, glaube ich, nur ein paar tausend Stück. Der wird nicht mehr produziert und von denen gibt es halt nicht mehr. Wenn jetzt mehr Geld draufsteht und mehr Leute sagen, ich will so ein russisches Ponzenauto haben, so ein Ziel, weil das ist irgendwie cool, ja. So. ja Vergangenheit, Renaissance meine Jugend oder sonst was, ich will auch bonzer spielen, ja? Na, dann wird der Preis vom Ziel steigen. Ja. Nicht vom VW Golf. Weil der sagt einfach, ja, VW, bauen wir ein neues Werk hin. Oder produzieren wir einfach mehr, sind wir effizienter, produzieren mehr Golf. Außer und dann kommt die Politik herein und der Klimawandel und sagt, oh mein Gott, noch mehr Golf, die Umwelt hält es nicht aus. Und die Politik sagt, mm -mm, da gibt es jetzt Restriktionen, du darfst nur weniger fahren und so weiter. Und dann kommt wieder, spielt das Geld eine Rolle. Deswegen, Leute, have assets! Kauft Assets dazu, aber mit Bedacht und Vernunft, wo ich rechnet. nützt die Schnäppchen, Nein, das ist klar. Over Save Money haben Sie immer viel Geld. In diesem Sinne, besten Dank, einen schönen Abend. Wir werden am Sonntag wieder ein live machen. Morgen, wie gesagt, bin ich mit meinen Immobilien-Seminarteilnehmern äh, den ganzen Tag unterwegs online. Und am Sonntag wird es vermutlich um 22 Uhr sein, da ich dann noch einen schönen Ausflug mit David machen werde. In diesem Sinne, besten Dank, die Finanzierung durch die Notenpresse. Alles Gute. Ciao, ciao.